Also. Es ist nur am Losgehen. Geht's echt schon los? Ja. Okay, also was ist das denn für eins Spiel? Von der Geilheit. So. Ja, ist ja nicht mein Kanal, ne? Also. Ihr Pisskinder. Ja, pass JK, auf. So. Ja, erzähl. Ich meine, an sich ist es ja nur fair. Ja. Nachdem ich bei PS auf deinem Kanal eigentlich 200 Folgen lang nur ausfallend war. Ja. Dass ich jetzt auch mal. Das habe ich jetzt in einem Satz gepackt oder was? Ja. So. Boah, das ist ja. Oh, ist das nicht farbenfroh? Ist das nicht schön? Ja, das, sowas will ich meinen Kindern als Lernspiel sofort geben. Wir laufen im Kreis und zählen die Farben auf. Los, macht alle mit. Ja. Nur zur Anmerkung, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich Lila! Wir laufen im Kreis und zählen die Farben. Ja, ich habe, dankeschön, ich habe Part 1 nur gesehen. Mit Orange. Und dachte mir, oh, ja, man muss eigentlich auf YouTube auch nicht alles abonnieren. Ne? Ja, das ist richtig. Pass auf, Tipp. Ja. Gleiche Farbe, ja, oh mein Gott, ja, interessant. Boah. Diese Hebel sehen wie die Steuerung einer Maschine aus. Also das war sehr ähnlich wie die Stimme von Snot aus American Dad. War nicht gleich, war ähnlich, fand ich. Ich würde kein Geld drauf wetten, aber... Ja, könnte sein. Also die deutsche Stimme natürlich. Das war übrigens Absicht. Ja, schau. Kaum bin ich da. Läuft. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Aber ich auch nicht, ja. Ist das mein Let's Play? Es ist einfach nur fantastisch, sag ich mal. Also übrigens die Lodi WM... Ja, ich hatte Bock und er ist einfach scheiße. Machen wir uns jetzt vor. Was? Ja, hätte ich allein gespielt und ich hätte alle mit 6:0 immer weggefickt. Wo bin ich? Hoffentlich haben die Götter an einen zweiten Weg gedacht. Weiß nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ach, dieses Movement, geil. Ja, ich hab echt. Ah ja, irgendwas mit Loni WM. Ja. Ich bin sehr interessiert. Ja. Ja. Irgendwann. Schreib doch mal in die Kommentare, wer in den Kader soll. Dann kommt dieses Video, kommt das in naher Zukunft, oder? Ja, heute. Heute? Ja, ja, schau, also ihr Pissgesichter, schreibt was jetzt rein. Jetzt hör doch mal zu, das ist wichtig. Kamros, frage ich ab. Majestätischer Vogel, der Götter. Markus, ich frag's ab. Er brachte den würdigen. Wo stand da Markus? Ich weiß Kamros aber nur nicht vor. Ja. Achso, irgendwas mit Tod, ja, haha, lustig. So. Also, ganz im Ernst, es ist so ein schönes Wetter. Was seid ihr eigentlich für Opfer, dass ihr jetzt vom PC sitzt? Oder vom Handy? Oder vom Tablet? Ja, das ist vielseitig sehr seid ihr. Schade. Ihr seid echt vielseitig faul, das ist ja schön. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ich hab was ist denn das? Ich hab tatsächlich keine Ahnung, was das ist. Das ist auf euch unrealistisch. Hallo? Ich habe mehrere Fähigkeiten, die ich. Ich drück eigentlich nur irgendwelche Tasten. Weil, weißt du, was bestimmt lustig wäre, wenn du Prince of Persia mit einer VR-Brille spielen kannst? Also, ich meine jetzt nicht. Unsicher. Ja, ist halt. Ist halt was so für Parkourläufer, ne? Aber VR an sich ist schon echt geil, muss ich sagen. Oh, was ist. Boah. Waren das Blätter da oben, oder? Ja, die versperren einem den Weg, bis man den Kampf gemacht hat. Ach so. Es sei denn, ich gehe, aber ich weiß nicht, wo ich weitergehe. Wir müssen halt mit mal in den Tricks kommen, dann machen wir halt mal. Zack. Ja. Willkommen zum Kampfsystem in The Forgotten Sands. Ich finde schön, dass er auch blockt da hinten, obwohl er nicht mehr in Reichweite ist. Ja, das will man hören. Ja, ist das auch von Ubisoft, oder? Ja. Ja, ihr habt auch gedacht, boah, noch 5 Tage, bis der Monat vorbei ist. Dann kommt das bei raus. Ups. Irgendwann geht sein Schild kaputt, kann ich sagen. Ja, oder so ist auch scheiße. Gibt's halt nicht irgendwie. Sag kaputt! Oh shit. Oh, jawohl, auf die Fresse und zack. Ja, schau, bei den Hand- und Armbewegungen musst du ja gar keinen mehr runterholen. Ja, das stimmt. Problem ist, keiner sieht es, keiner weiß, was ich mache. Aber. Ja, aber jetzt kann es ja jeder vorstellen. Jeder Mann. Und jeder blöde Transe. Da ja, wollen ja niemanden ausschließen. Oh.
erstmal. Okay. So, das mit dem Strahl ist der Bossgegner. Wenn ich den fertig mache, verpissen sich alle anderen. Ja, aber es greifen sich alle an währenddessen. Ja, aber das ist ja gar kein Problem. Oh, alles klar. Weißt du überhaupt, was du hier tust? Oder? Ja. Und bist tot. Okay, du bist krass. Das ist rechts oben, das ist, wie oft ich mich noch wiederbeleben darf. Ach so, was die gelben Punkte, ja. Ach so. Weil das ist klassischen Sand und das Zurückspulen, das wäre zu einfach, nein. Wir machen daraus ein Checkpoint-System. Ja, Leute, die Wii-Spiele spielen, dürfen auch keine Ansprüche haben. Also die solche Wii-Spiele spielen. Das ist richtig. So, muss ich hin? Ach so, ja. Boah, ist das ein tolles Spiel, was... Das ist ja echt wie jeder andere Prince of Persia Teil auch. Ja. Sehe ich sofort, ne? Ja. So, boah. In den ganzen anderen Teilen. 1:1. Mhm. Ja, da kennt sich jemand aus. Ja, das spielt mal was Gescheites, liebe Leute. So, die story-relevanten Spiele, FIFA, Rocket League. Mhm. League of Legends. Ja, nicht mal das. Dota 2. Spielt einfach nur Rocket League. Gegen mich, dann kann ich euch nämlich alle abziehen. Ah, ja. Das ist eine Challenge. Abziehen wie Sammelbildchen. Die ganzen Bronze luschen. Ja. Cool. Ja, nein. Was? Besonders gut übrigens auch die Kamera. Wenn ich die nicht gedrückt halte, ne? Versuch mal so gerade zu laufen oder zu springen. Mhm. Was ging dir durch den Kopf in dem Moment, wo du gedacht hast, es wäre doch eine gute Idee, ja, Prince of Persia für die Wii zu Let's Play? Ja, sehr wenig. Ich meine, hast du auch wieder Wodka im Keller gefunden oder was? Ne? Ja, ich weiß doch vorher nicht, dass das Spiel so beschissen ist. Also, das kann man sich durchaus denken. Nee. Also wirklich nicht. Es ist ein Wii-Spiel. Nein? Es gibt sehr gute Wii-Spiele. Ja, es ist... Super Mario. Ja, es ist ein Wii-Spiel, das nicht von Nintendo ist. Nein, richtig, okay. Alles gut. Das war einfach. Jawohl, aber haben wir heute nicht genug gekämpft? Was? Ich habe mir nicht gemerkt, wie das Muster war. Aber ich meine, immerhin, muss fair sein, sie haben dir echt viel Zeit gelassen. Fick dich! Hier geht's los. Zack, 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 zack. Richtig. Ist hier die Tür auf, oder was? Sollte. Ja, die können sich teleportieren, das ist ja sehr interessant. Nein. Ich werde ja bestimmt da durch können, oder? Ach so. Okay. Ja, kann ja nicht wissen. Oh, guck mal, die haben sogar Ranken jetzt anstatt den Fahnenhaltern hier. Zum. Hier, die Reckdinger halt da, genau. Ja. Ist das schon Hentai oder? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja erstmal nicht falsch. Weißt du nicht, was hinter der Mauer noch ist? Ja, ja, das. Da ist bestimmt irgendein Oktopus und teilt sich dem Schulmädchen. Und das war anscheinend zu viel für unseren Prinz, ne? So. Das habe ich auch nur aus Family Guy, den Spruch gerade. Also. Ich glaube, es ist auch Family Guy. Oder American Dad, irgendwie sowas. Und. Er greift das, okay. Boah, hast du eigentlich Spaß bei diesen Spielen? Nee. Es ist einfach nur anstrengend. Yes. Es ist Stress, Trauer und Verzweiflung. Das ist ja tröstlich zu hören. Gut, dass du die Folge mit dem Dings nicht, mit diesem Boss nicht gesehen hast. Ja, ich. Nee. Aber er traut sich alles zu. Warum regnet sie eigentlich rein? Muss man einen Dachdecker holen? Eieiei. Oh. Ja, man will die Natur ja auch mal im Haus fördern. Mhm. Ich dachte gerade, das Ding dreht sich die ganze Zeit, das wäre übelst ein Bullshit gewesen. Nö, solche gibt's auch, keine Sorge. Ja, bei so einem Muster. Das Muster ist ja einfach. Ja, guck mal. Es wie Schwachsinn. Das könnte man gleich überall als Folgentitel verwenden. Ich würde jetzt schon drauf wetten, um es gesehen zu haben. Ja, das ist erstmal nicht falsch an sich. Ja. So, vier Schalter. Es gibt ja die Story irgendwie. Wow. Ist das schon ein Adobe After Effects, okay. Oder? Ja.
Gibt es irgendeine relevante Story oder irgendwas Besonderes? Ja, ja, dieses Königreich gehört uns, wenn wir die Dings besiegen. Ja, und wenn nicht, dann ja. haben wir nur eine Einzimmerwohnung oder was? Ja. Ja, ich meine, wem es reicht, ne? Muss ja auch alles sauber machen. Da können wir nicht. Ah, ja, ich habe da schon drauf gewartet. Guck mal, kannst. Ach, lädst du das mit der Zeit auf oder was? Das will man denn, was? Deine Wiederbelebungsdinger oder ist das jetzt? Nee, da muss ich. Warte, genau diese Dinger, da muss ich einsammeln, diese Sand. Wieder. Ach so, sah einfach nur aus wie. Zack. Boah, was ein tolles Spiel. Ach, und das ist nicht mal eins auf einmal. Ich muss ja mehrere einsammeln. Nee, ja, drei. Pro Dings. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber das ist ja auch sehr tröstlich zu hören. Machen wir das nochmal. Wo ist denn der zweite Schalter? Hast du aufgepasst? Schalter? Ja, diese. Am Boden oder was? Ja, ja. Nee, hab ich nicht. Dass ich die Tür öffnen kann. Was ist das? Schwachsinn jetzt, Bullshit. Scheißdreck ist das so. Dreck. Oh, da kann man sich nicht mal hochcheaten. Ja, muss ich. Ja, er muss halt mal konventionell den Weg gehen. Ja, okay. Dann gehen wir halt den langen Weg. Nein, ich hab Spaß. Also das heißt, auf diese Videos mehr als 2 Aufrufe. Ja, ja, das ist konstant 20. Boah, da haben echt viele Leute Selbstmordgedanken. Nicht, dass das was Lustiges wäre. Aber eigentlich schon. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber ich. Ganz schön perfide. Ja. Aber irgendwie muss man in die Klicks kommen, sag ich mal, ne? Ja, mal ein paar Kreise, das Thumbnail rein und ein paar Brüste und ich. Das ist doch nicht wahr! Ja, guck mal, wäre es nicht viel schöner, wenn man jetzt Zeit zurückspielen könnte? Das ging doch so viel leichter. Ja, das könnte man denken. Ja. Aber tatsächlich haben sich die Entwickler schon was dabei gedacht. Diese Funktion nicht einzubauen. Aber ist doch Prince of Persia. Ich meine, ich dachte, so läuft das. Ja. Geht's nicht. Aber nur du weißt ja gar nicht, was der Grund dieser Leute war. Wie soll man denn da hochkommen? Was? Das okay. Zurückspulen nicht reinzunehmen. Ich weiß auch nicht, was der Grund war, es nicht reinzunehmen. Das ist das Problem. Ja. Was? Das war mein Fehler. Du bist nur oben. Die Frage war, was zum Fick haben sie sich gedacht? Und keiner wird mir die Antwort sagen können. Wenn ich jetzt übrigens sterbe, gehe ich zurück zum Brunnen, warte mal. Oder ich sammle vorher dieses. Ja, ein. Oho. Jetzt läuft's, jawoll. Und. Irgendwann haben sie irgendwas drin gelassen. Ist auch schön. Immerhin haben sie irgendwas mit Plattforming gemacht, das ist doch super. Ja. So, wie machen wir das jetzt am allerdümmsten? Ach, ich meine, solange es funktioniert, ne? Ich weiß nicht, diese Blase kommt mir auch nicht so ganz klar, dass du einfach schweben kannst dann. Ja. Guck mal, wie naturfreundlich die hier gedacht haben. Nicht mal alles maschinell, ne? Ja. Kannst du die noch kaputt bouldern oder? Nee. Aber schon 20 Minuten, oder? Das kommt mir vor wie 40. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben. Mich fragt ja keiner. Ja, das ist 20 vor 5. Schau doch hinter dich auf Outer City. Da steht's. Ja, dann muss ich die Kopfhörer raustun. Eieieiei. Armes Kind. Verarsch mich nicht, Buschi. Ich glaub, da steht irgendwas von 16 irgendwas. Ernsthaft? Ja, tatsächlich, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt weiß ich, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, das ist super. Ja, guck mal. Wenn wir den Scheiß gleich sparen. Guck mal, da haben wir in der Folge ja echt viel geschafft. Ja. Übrigens, also das diagonale Springen in diesem Spiel ist ja bekanntermaßen für den Arsch. Ja, so. Aber mit dieser Blasenfähigkeit kann ich das wenigstens korrigieren, wenn ich so springe. Oh nein, falsche Richtung. Warum macht man das dann nicht von Anfang an? Das wäre tatsächlich sinnvoll gewesen. Haben sie deswegen das mit dem Sand rausgelassen, weil du kannst ja, es kann nicht zu viel Gutes geben. Ja? Mhm. Aber man braucht ja seine Bullshit-Elemente. Das denke ich mir auch. Weil sonst haben die Leute ja für einen möglichen Nachfolger Ansprüche. Ja, nee, sonst haben die Leute ja Spaß und das geht nicht. Das ist richtig. Pass auf, du wirst nicht abgeschossen. Nein. Achso, okay. Sah so aus. Ich
kenne mich schon aus. Ach, komm, nicht so viel. Kann bestimmt rumspringen. Na, nee, so nicht. Wenn du jetzt schräg springst, hahaha. Jawohl. Ja, übrigens, wenn ich dieses rote Zeug berühre, bin ich instant tot. Das ist ja Schwachsinn. Ja, richtig. Ja, fertig! Ja! Komm, hier springen wir einfach runter. Ich habe irgendwie ja 6-mal Sand, das ist tatsächlich ganz nice. So. Wenn du jetzt da hier rechts das berühren wirst, wärst du auch tot, oder was? Soll ich ausprobieren? Nee. Mach ich. Würde ich machen. Einfach drauf. Guck mal. Was ist gerade passiert? Nein! Nein! Ich hatte es fast. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Celebrate good times, come on. Gibt es nicht irgendeinen tollen Popsong, der mit Fallen zu tun hat oder irgendwie sowas? Also so runterfallen? Ja, sowas, sowas. Ja, das ist doch fantastisch. Ich hör's einfach an. R. Kelly, I believe I can fly oder sowas. Ja. Ich find's gut, wie ich mit den Blättern einfach keine Mühe mehr gegeben haben. Die sollten eigentlich die ganze Tür bedecken, ne? Hm. Ja, du siehst. Ja. Ja, der Herbst kommt, ne? Ja, genau. Die Bäume schlagen aus, oder was? Ah, ne. Ja, klar. Ja. Wollen halt hier korrekt sein von der Natur. Im Mai, ja, also. Ja. Vielleicht ist hier gerade, keine Ahnung, Oktober. Ich verstehe. Ja, ne? Sie dachten sich, mit Sand die Zeit zurückspulen, das glaubt uns doch eh keiner. Ja, aber... Deswegen haben wir bei den Blättern auf die Jahreszeit geachtet. Ja. Weil auf irgendeinem Kontinent ist bestimmt jetzt August, ne? Also... auf irgendeinem Kontinent? Ja, also ich... Das ist eigentlich Zitat, würde ich, ganz ehrlich. Richtig einen rausgekommen. Das kannst du aber auch nur sagen, wenn du dann ein Zitat und beim Namen noch das Entstehungsdatum hinschreibst. Ja, das schon. Weil ich hab in der Schule aufgepasst, wie das mit den verschiedenen Hemisphären läuft. Ja. Wenn es bei uns Mai ist, dann ist es woanders halt Juni. Dunkel oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Nein, ich weiß es. Ihr müsst mich nicht korrigieren. Aber eigentlich schon. Pass auf, viel bessere Frage. So, ja. Dieses Rocket League Video. Ach so, ne? Ja. Ja, da war ja was. Wo ist denn das? Ja, das ist eine gute Frage. Wird langsam mal Zeit! Ja, das hat noch Urlaub. Was hat also Urlaub? Oh. Gefickt. Ja, das kommt erst, wenn dieses Spiel hier Spaß gemacht hat. Wie kann ich die Dinger noch besiegen? Ich hab's vergessen. Nein, einfach. Ist auch egal. Einfach Schwanz rein und los, sag ich mal. Ich hab extra aufgepasst, dass ich hier nicht ins Chauvinistische Scheißegal. Hauptsache ficken gleich mal. Chauvinistisch ist frauenfeindlich. Ja. Und ich glaube auch irgendwas gegen Juden oder sowas ursprünglich mal. Das hat irgendwie mehr als eine Bedeutung. Ja, irgendwas mit gegen irgendwas. Aber ich meine gegen Juden, ne, das haben wir ja schon verehrlicht, das sind ja Deutsche. Also. Uiuiuiui. Ja, so, auf deinem Kanal hätte sich das nicht getraut. Ja, guck mal. Ja, klar, so fühle ich mich immer, wenn du deinen Scheiß... Sowas will ich nie sagen. Weiß ich nicht. Also bevor ich da nicht ein Video beweise, sehe ich, glaube ich, erstmal gar nichts. Ja, dann, keine Ahnung, mach den Ton aus, wenn die Stelle kommt. Ich habe das nie gesagt. Mein Name ist Peter. So. Das Video habe ich auch gestern wieder gesehen. Ist schon legendär, muss man ja. Ja, hast du das Stroh wenigstens mal weggeräumt, oder? Ja, schön wär's. So, Junge, jetzt ist hier 4:45. Ich habe Zeitdruck. Ist das nicht ein guter Moment, um zu sagen, Leute, ihr seid fett, ne? Ich bin schön, fremde Zuschauer zu beleidigen. Macht Spaß. Ich bin Peter. Den Raum, der war doch gerade schon. Ja, guck mal, jetzt, ist das nicht so. Guck mal, das ist ein Brunnen. Fantastisch. Guck mal, wenn ich Wasser trinken würde, dann geht's mir nicht besser. Dann denke ich mir nur so, ich bin echt zu arm, um mir was Gescheit zu trinken zu holen. So nach dem Auto, warum... Wenn ihr kein Wasser habt in Afrika, trinkt Cola. So, so schätze ich dich ein. Ja, nur weil sie es nicht leisten können. Ne? Wahrscheinlich
ist irgendwann mal ein Supermarkt hersteller in Afrika gegangen und dachte so, es wäre eine tolle Idee, wenn die mal was anderes trinken können. Und hatte die Preise von Cola erstmal aufs Doppelte gesetzt. Hm. Ja, ja. Ah, ich bin gestorben. Und dann, ja, dann wurde er verprügelt. Das ist ja ärgerlich. Ja. Das ist ja schade. Ich war dieser Mann. So. Plot Twist. Guck mal, da war eine Kiste. Oder da und ist was. Secrets. Die mir scheißegal sind. Guck mal, rote Kiste. Jetzt ist er Bayern-Fan geworden. Kannst du an der Stelle jetzt hier... Es geht noch weiter runter! Einfügen FC Bayern. Stern des Südens. Du wirst niemals untergehen. Ja. Nein! Im Gegensatz zum Hamburger SV. Hm? Ja, ja. Ich meine, wir wissen ja, dass das HSV steht ja eigentlich für Hurensohnverein. Uiuiui. Ich als neutraler Fan und Bundesliga-Betrachter darf das sagen. Wäre ich jetzt Bremen-Fan oder sowas, ja, dann erst recht. Ja, das wäre was anderes, ne? Ja, nee, dann habe ich ja wirklich Gründe. Hm? Aber ich würde sagen, dass der neutrale Zuschauer sich denkt, dass der Hamburger Sportverein beschissen ist. Ja. Erstmal nicht falsch. Ja, ich bin noch an die Kiste, einfach nur, aber nur so. Ja, schau. Also nur ironisch, ja. Kannst du in die Kommentare irgendwie so eine Anti-Suizid-Hotline irgendwie reinhauen zur Sicherheit? Ne? Nee. Das ist aber echt schon unverantwortlich. Ich meine, du präsentierst hier sowas. Ja. Und du nimmst dann nicht mehr Verantwortung, deine Zuschauer wenigstens zu retten. Falls ihr euch umbringt, ich bin nicht schuld. Ja, also. Ist also nicht Disclaimer. Schuld. Ja, ja. Ja. Wenn ihr richtige Videos schauen wollt, schaut auf meinen Kanal. Bei mir kommt wöchentlich Content. Mhm. Sogar dreimal wöchentlich tatsächlich. Die Thumbnails kommen eine Woche später. Aber ja. Oder so zwei Wochen in dem Fall. Oder vielleicht auch mal länger, man weiß ja nie. Ja, ne? Also. Ja, ja. Aber die Videos sind auf jeden Fall da. Also irgendwer neu kommentiert, cool Bremen oder sowas. Ne? Ich dachte mir so, ja. Hier hast du jetzt deinen Scheißdreck da. Ja, guck mal. Sich an sich die Fans einfach ja, hängen stehen lassen und es dreht sich dann rein. Nein. Weil ich muss jedes Mal wieder neu drücken. Ach so. Ich sehe noch einen Brunnen, das wäre schön. Ich meine, an sich, du kannst einfach gehen und ich mach die Folge noch voll. Kannst auch. Also. Ja, also. Jungs. Entschwuchteln. Ne? Entschuldigung. Also, dieses Spiel, das lädt einfach nur dazu ein, Scheiße drauf zu sein, ganz im Ernst. Von war ich jetzt hier. Ich muss jetzt in 10 Minuten zum Bolzplatz fahren. Ja. Das schaffe ich nicht. Da geht's so viel bergauf, ne? Ja. Ihr macht also Bolzplatz. Also ja. So richtige Sportskanone. Ja. Nee, weil wir verprügeln nur kleine Kinder. Ach so. Ja, würde ich aber auch. Ja, gute alte Zeit, ne? Früher selbst verprügelt und heute rasieren wir die anderen. So. Nehmen wir den Ball. Hast du gesehen, wie skillvoll das war? Ja. Stechen rein. Also auch in den Ball. Ja. Und guck mal, wir gehen einfach runterspringen und dann, ja. Will ich doch! Ja, ich. Oh, war knapp. Oh. Macht nix, war alles Absicht. Guck mal, ich weiß auch. Ja, jetzt ist. Ja, eben schießen sie nicht zwei, mehr. Das wäre unfair. Drei, zwei links. Ach, das Ding dreht sich ja. Eins. Drei. Nochmal von vorne. Zwei nach links. Drei. Nee, ist ja nach rechts. Also zwei im Uhrzeigersinn, drei. Eins zurück. Drei zurück. Zwei zurück. 3 zurück. Hast du dir gemerkt? Ne, ich hab nicht hingeschaut. 2, 3, 1, 3, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 2, 3. 2, 3, 1, 3. Jetzt hier schlag den Rampensieg ein. Dan, 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 dan. Ja, ich find's gut, dass die Kamera gay ist. Wenn du gehen musst, kannst du übrigens wirklich gehen, ja, das war kein Witz. Ja. Ich mache nicht. Bekommen deine Spiele eigentlich auch irgendeine Altersbeschränkung oder also nee, Videos? Sollten sie? Ja. Also ich meine, bei dir könnte man schon zumindest 16 so als Grenze einfügen. Ja, ich sag mal so, also wenn YouTube irgendwas nicht passt. Oder eine Mauer, wenn es Afrikaner schauen. Ja, so.
Ja, nee, wenn YouTube was nicht passt, können sie einfach mein Content als werbeunfreundlich einstufen. Ja, bitte. Und dann mache ich halt einfach einen Cent weniger. Ah, und dann, wow. Ah, es tut weh. Oh, mein ganzes Geld ist dann weg. Ja, du könntest doch dein YouTube-Geld mal sinnvoll anlegen. Ja. Indem du dich, kein Product Placement, auf lottoland.de anmeldest. Dass du solche Seiten kennst, wundert mich tatsächlich nicht. Wir kriegen für diese Aussage kein Geld. Mhm. Und selbst wenn, würde ich es eh wieder dafür aussagen. Irgendwas mit Energiebällen, die in der Luft schweben. Ja, das ist doch... Das gab es früher auch schon. Ja. Guck mal, wer braucht... Guck mal, Geschichtsunterricht in der Schule, schwänzt einfach, Dann verprügelt ein paar Senioren und dann lernt ihr hier euer Zeug. Ja. Alternative Fakten sind ja in. Entschuldigung. Was pulsiert in seinen Adern? Ja, weiß ich nicht. Maggi oder ich weiß. Ja, Freunde, fantastisch. Bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht geht's auch gleich weiter. Ja, er macht einfach hier fliegender Wechsel. Nee, fließender Übergang, so eher. Ja! Guck mal, das. Fliegender Übergang, genau. Ja, fliegender Holländer. Ja. Ich habe echt keinen Spaß gehabt. Also am Spiel nicht. Die Gespräche waren ganz lustig. Alles klar, Kinder? Aye, aye, Captain. Wenn sie schon so fragen, Captain, ne? Ab 16. Ja. Ach, übrigens, das ist ein gutes Spiel. Pass auf. Ha!